Um es gleich vorwegzunehmen, der Mann auf dem Motorrad heißt der Schrittmacher. Der auf dem Rennrad ist der Steher. Und die gefühlt einzige Sportart der Welt, die Motor- und Körpersport verbindet, heißt Steherrennen. Der Radrennfahrer fährt im Windschatten des Motorradfahrers Geschwindigkeiten von über 100 km pro Stunde. Einer der berühmtesten Schrittmacher Deutschlands ist Peter Bäuerlein, eine Legende. Wir treffen den 60-Jährigen auf dem Steher-Preisrennen im Rahmen der 10. Ostsee-Radklassik am 29. August auf der Rostocker Radrennbahn. Peter Bäuerlein erklärt uns das Wesen dieses Sports, der von der engen Kooperation zwischen Schrittmacher und Steher lebt. In jeder Kooperation ist natürlich das Allerwichtigste die Harmonie. Und so ist es bei uns auch. Es ist wichtig, dass wir am gleichen Strang ziehen, auf gut Deutsch gesagt. Und für mich ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich den Radfahrer nicht überfordere, aber eben auch nicht unterfordere und das Bestmögliche aus seinen Fähigkeiten rausholt. 3 Läufe werden beim Rostocker Steherrennen gefahren. 80, 90 und 100 Runden, jeweils mit halbstündigen Pausen. Insgesamt 67,5 Kilometer. Schon im ersten Rennen zeigt sich die Strategie des erfahrenen Rennteams. Über 40 Runden halten sie sich im Hintergrund, teilweise mit einem Rückstand von einer halben Runde. Bäuerlein prägte das letzte Jahrzehnt. Er hat so viel Titel errungen wie kein anderer vor ihm. Allein 12-mal gewann er die deutschen Stehermeistertitel. Hinzu kommen Europameistertitel und viele vordere Podiumsplätze. Da der Sport nur in Europa so intensiv betrieben wird, gelten die Europa auch gleich als Weltmeisterschaften. In der zweiten Hälfte des ersten Laufs zieht Bäuerlein mit seinem Steher plötzlich nach ganz vorn. Die Geschwindigkeit steigert sich von Runde zu Runde. Plötzlich aber geht der Steher von der Rolle. Das heißt, er verliert den Windschatten des Schrittmachers. Das Team schafft trotzdem den 4. Platz. Ich habe mich in dem Rennen hauptsächlich auf Franz Schieber konzentriert, wollte wissen, wann der anfährt. Stefan Lange gehört für mich natürlich auch mit zu den Favoriten, aber ich dachte mal, ich schaue mal, wie der zweimalige Europameister fährt. Und klar, ich wollte ihn testen. Wir waren beide gleich stark, wir waren beide vorne, aber haben dann eben hat Franz und Daniel die Rolle verloren, als wir dann zu hart gekämpft haben. Ich denke, dass ich daraus gelernt habe für die nächsten beiden Läufe. Ich denke, dass Gerd Gessler, der Schrittmacher von Franz Schieber, auch daraus gelernt hat. Und jetzt gucken wir mal, wie die beiden weiteren Läufe ausgehen. Im zweiten Lauf geht die Taktik auf. Bäuerlein und sein Steher gewinnen. Wieder halten sie sich lange im Hintergrund und schießen dann plötzlich nach vorn, lassen sich wieder zurückfallen und kommen wieder ganz nach vorn. Der Steher von Peter Bäuerlein heißt übrigens Daniel Harnisch, trainiert in Leipzig und gehört zu den deutschen Elite-Amateuren. Seit 2018 fährt er erfolgreich Steherrennen mit Peter Bäuerlein als Schrittmacher. Worauf kommt es aus der Sicht des Stehers an? Wir müssen natürlich gut kommunizieren, beziehungsweise müssen uns gegenseitig irgendwo verstehen, dass der eine weiß, wie weit der andere auch gehen kann, vor allem der vorne auf dem Motorrad, wie weit ich gehen kann. Und das muss man gerade heute noch ein bisschen ausloten, weil die Pause natürlich auch lang war und wir jetzt erst ein paar geringe Vorbereitungsrennen hatten. Aber ich denke, jetzt sind wir da guter Dinge und Peter weiß jetzt, wo meine Grenze ist und er könnte jetzt das Beste aus mir rausziehen. Der dritte Lauf über 100 Runden ist nervenaufreibend, für die Zuschauer ein Erlebnis. Wieder hier die bekannte Taktik. Die beiden Favoritenteams Harnisch Bäuerlein und Shiva Gessler belauern sich, kommen von hinten an die Spitze, fallen wieder zurück. Am Ende siegt Shiva Gessler kurz vor Harnisch Bäuerlein. Für unsere Protagonisten ist der zweite Platz kein Grund für Trübsal. Ja, also es kommt natürlich am Ende ein bisschen auf den Drive drauf an und die kamen natürlich schön oben rum, haben dann ein bisschen den Schwung aus der Kurve raus mitgenommen und mit seinem Antritt die paar Watt mehr, die er heute drehen konnte, das war dann heute, Leute, das entscheidende Quäntchen. Nee, ich glaube, wir müssen uns nicht schämen, hinter dem zweifachen Europameister, einmal deutschen Meister, Zweiter geworden zu sein. Der ist stark gefahren, ich habe es vorhin gesagt, ist mein Favorit gewesen und wir sollten eher stolz sein auf den zweiten Platz.
aus dem letzten Jahr. Der diesjährige Ostseepreis der Steher kannte nur Gewinner. Sportler, Organisatoren und Zuschauer waren glücklich, dass das Rennen unter Corona-Bedingungen überhaupt stattfinden konnte. Die große Party anlässlich des 10. Jubiläums wurde allerdings auf das nächste Jahr verschoben. Wollen wir natürlich auch eine Ehrenrunde sehen?